ist gar nicht so verrückt, wie du glaubst. Ich bin auch ein Vater. Versteh das. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du jemanden umbringst, weil er Parker die Anerkennung für irgendetwas stiehlt. Ich würde niemanden umbringen, aber ich würde ihn bedrohen. Auch wegen so etwas Banalem wie dem Punktestand in deinem Videospiel? Also gut, wie bestimmen wir, wer als Erster darf? Oh, du darfst anfangen. Wieso? Na, wenn ich damit anfange, höre ich nicht mehr auf. Übrigens, es geht nicht darum, was der Vater empfindet, sondern der Sohn. Oh, reden wir jetzt wieder über den Mordfall? Jemand bricht deinem Kind das Herz. Und dein eigenes Herz rastet völlig aus. Wird rasend. Die Reaktion ist normal. Deine Argumentation hat einen Fehler. Ich glaube, dass ich dich aufgrund meiner besseren Lernkurve in diesem Spiel schlagen kann, trotz deiner größeren Stärke und deiner ausgezeichneten Reflexe. Wie starte ich das Spiel? Ach ja, was für ein Fehler denn? Nun, Dougie Seeger ist Autist. Ihn hat's nicht interessiert. Sein Herz war nicht gebrochen. Der Vater hat ihn doppelt so sehr geliebt. Dir gefällt meine mathematische Argumentation. Mir ist aufgefallen, dass du ein anderes Zahlensystem verwendest. Wie die Babylonier, die mit der 60 anfangen. Ich verstehe dein System nicht, aber ich sehe, dass es funktioniert. Wie starte ich das Spiel? Bei uns? Ja? Hier. Oh, ein Vierteldollar. Mach dich fertig. Das werde ich. Ich mach dich fertig. Von mir aus. Oh, ich werde dir zeigen, was ich drauf habe. Große Worte. Level 1, Baby. Was ist passiert? Ich bin dran. Nein, bist du nicht. Was soll das? Genau so. Es hat einfach aufgehört. Level Dollar, wenn ich spiele. Doch jetzt ist das Spiel vorbei. Nein, ist es nicht.